Bevor das Video beginnt, wollte ich euch noch sagen, dass wir uns hier in der Aufholjagd befinden. Ja, das sind alte Folgen, auch die, die du jetzt siehst. Die neue aktuelle Folge kommt am 12.09. dann raus. Dann geht's wieder ganz gewohnt im Rhythmus jeden Donnerstag 14:30 Football Manager weiter. Das hier, wie gesagt, nur die Aufholjagd. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von dem Football Manager 2019 zusammen mit den zwei Star-Gästen. Best Guess ever. Hi. Hi. Moin Moin. Ich bin der Micha. Ja, hier, bei denen unbedingt vorbeischauen, unbedingt rüber gucken. Wir spielen das hier bei neuen krassen Vereinen. Ja, Micha ist ja bei Schalke schon seit 2 Folgen ungefähr. Und ich und Jan, wir haben letzte Folge gewechselt, unbedingt da vorbeischauen. Ich bin jetzt bei Hertha, bei Jans alten Verein und Jan ist bei meinem alten Verein sozusagen, ja, beziehungsweise Mike hat Gladbach richtig runtergewirtschaftet und macht das jetzt Micha auch mit, mit Hertha. Tschüss. Micha hat das Beste draus gemacht und ich versuche jetzt. Jan erntet die Lorbeeren. Genau. Ja, danke, dass das ihr mich immer schlecht redet, weil ich das bestimmt schlecht gemacht habe. Ja. Ja, meins ist auf Platz 17. Okay. Okay. Gut zu wissen. Okay, Leute, es geht los gegen Darmstadt und Micha gegen Leverkusen. Beide auswärts. Bin gespannt, wie das läuft. Ja, wird schon super. Ja. Bin aber 3 Stunden später dran. Oh, ist egal. Ist egal. Ist egal, das ist das Spiel. Guck erstmal, was du machst. Lol, und dann entscheide ich, wie ich gegen Leverkusen spiele. Seit wann ist er denn verletzt? Das habe ich hier gar nicht mitgekriegt. Wen lasse ich jetzt für ihn spielen? Da habe ich auch keinen, ne? Jan hat so gut vorgesorgt, dass ich einfach keine Spieler habe. Ja, egal, ich spiele einfach trotzdem. Ist er halt verletzt. Passiert. Ja, ist nicht so schlimm. Eben. Fällt halt tot um. Egal. Hauptsache man war dabei. Macht nichts. Warum steht da ein N? Oh Gott. Mateta. Es fängt wieder an. Will denn jemand kaufen? Ich mag den eigentlich nicht. Wieso hast du den dann gekauft? Hab ich doch nicht. Kramer. Oh, Mateta, du. Arne Meyer. Alter. Oh, was ist das? Ich hab's nicht mal gesehen. Ich war in der Taktik, ich hab's nicht mal gesehen. Ja, er war in der Taktik. Ja, ich guck mir, ich muss mir die Wiederholung anlupschen. War es ein krasses Tor? Ja. Nein. Weil Micha so gebrüllt hat. Ja, weil ich's vorhergesagt hab. Oh, gesagt, wie Arne Meyer. Karneval? Zu Görlitz, zu Schrippwapwap. Schrippwapp. Der heißt einfach Schnatterer. Schrippwapwap. Ich hab nur irgendwas mit Sch gelesen und dann hab ich gedacht so, ja. Dann dachtest du Schrippwapwap, ja. Schrippwapwap. Wer kennt's nicht? Passen. Wenn ich was mit Sch lese, dann denke ich auch immer, es ist Schrippwapwap. Ja! Yeah! Oh, nee. Mein Spieler! Was für dein Spieler? Das sagt er jetzt jedes Mal, oder? Ja, den hab ich gekauft. Ja, und? Oder aus der Jugend oder so geholt, weiß ich nicht mehr. Ist mir doch jetzt scheiße. Ja, den hab ich gefördert. Ohne meine geile Talentarbeit. Talent? So du ja. Und Talent, das passt ja schon von vornherein nicht zusammen. Ich hab mega viel, ich hab sogar mehrere 18- und 17-Jährige im Kader. Oh. Die haben voll viel gespielt auch. Was hast du dann mit denen so gemacht? Ja! Oh, ja! So gut! Ich denke, das drehen die noch. Hast du Art Lea drin im Tor? Ja, hab ich doch gesagt, Jahrstein ist verletzt. Oh mein Gott, so ein Fehler, deswegen ist das Tor gefallen. Ja, oder? Ja, jetzt wird's ein Torwart werfen. Ich hätte mir grün kaufen sollen. Ich finde es richtig geil, dass er ein grünes Trikot hat und grün heißt. Das ist so nice. Lecky. Der ist krass. Ich finde es nur so mittelmäßig. Sau lustig, Micha, sau lustig. Adler, guck mal, deswegen habe ich ihn. Guck dir diesen Abschlag an. Und jetzt Dil Grosso und zu Mateta, dieser Hurensohn, ja, so trifft Mateta nie. Der hat so viele Chancen schon vergeben beim Mainz 05. Aber Kramer.
Ja, okay. Ey, der gewinnt. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Ja, danke. Ja. Jetzt nur noch 2 Tore von mir. Jawohl. Auch wenn es nur ein 2-1 ist, kein 4-0. 21 Schüsse, 11 aufs Tor. Kann man schon mal machen, würde ich sagen. Ich muss jetzt ins Spiel von Micha noch was umstellen, was ich vergessen hatte. Und dann gewinne ich auch wieder richtig gut. Ich auch nicht. Ich habe mit Mainz letztes Mal 5-0 verloren. Das wollen wir jetzt besser machen. Wir starten so rein. Und dann gewinnen wir das, hoffentlich. Ansonsten bin ich halt, konnte ich halt nicht nachziehen. Also ich rechne nicht damit, dass wir gewinnen. Und ich rechne auch nicht damit, dass wir nachziehen. Aber falls, wäre schon ganz sexuell. Alaba. Alaba. Da ist die Legende. Oh, ja, da hat man auch schon gesehen. Die Verteidigung ist bei Hertha schlecht aufgestellt. Das habe ich als Experte direkt gesehen. Jetzt hör auf, Mike zu dissen. Aus jetzt. Aus. Nee. Du musst ihm jetzt mal beistehen. Weißt du nicht, mit wem er geschimpft hat, der Schiri? Nein. Boah. Oh. Ja, Leute, ciao. Alter. Du stehst auch auf sehr offensiv gegen Bayern München, kann das sein? Ja. Er steht auf kontrolliert. Nein, er steht auf sehr offensiv. Bei mir steht kontrolliert. Was hat der ja. denn Bux? Bei mir, ich glaube, man auch sieht seine eigenen Sachen da oben. Nee, ich stehe bei mir nicht auf sehr offensiv, aber so. Wenn man gegen Bayern München auf sehr offensiv steht, dass man dann in den ersten paar Minuten direkt 2 Tore kassiert, ist, denke ich mal, nichts Ungewöhnliches. Ja. Aber man muss ja sagen, seit der 10. Minute läuft es ja schon besser. Saugeil. Ganz gleich viele krieg ich ein Tor. Auf jeden Fall. Nice, Micha. Läuft viel besser. Sowas darf man nicht jinxen. Ist doch scheiße, ist das. Da kann ich dafür, dass 2 Mittelfeldspieler von dir meinen, auf Ilkay Gündoğan zu rennen zu müssen. Keine Ahnung. Achso, du probierst es gerade mit Sohl. Ich jetzt erst. Ja, der ist krass. Warum hast du nicht Kalou das ausprobieren lassen? Nee, das wäre zu krass. Wenn du schon mal Mateta nicht einsetzt. Ja, weil Franz so der Stammstürmer ist. Ah ja. Kalou wäre ja. Nummer zu krass. Ja, guck! Ja, guck! Hey. Oh! Stammstürmer, sag ich. So ein cooler Typ! Ich habe ihn ausgewechselt. Nein, Spaß. Ja, jetzt ist Zeit zum Angriff. Ja. Du drehst das Ding. Genau. Und jetzt ist das Spiel pausiert. Digga. Den Wack hatten wir heute noch nicht. Wechsel mal Mittelstädt aus. Ach ja, hast ja keinen Spieler zum Auswechseln. Lol, das war ja lustig. Wechsel mal Mateta ein. Nee, das wäre zu krass. Der macht die halt. Vielleicht nicht. Bist du gleich ein Spieler weniger. Vielleicht soll ich doch Mateta einwechseln. Du lässt Lukas in dem Mittelfeld spielen? Nee. Doch. Nee. Sturm. Doch. Was war das für eine Zeitlupe? Echt Aktion von Adler. Wieso lässt du nicht Zakaria im Mittelfeld spielen? Er ist verletzt. Ja. Nee. Ich weiß, nee, ist er nicht. Ah, nee, ich gehe auf Spielerwechsel und da wird es automatisch pausiert. Micha, ich habe Mateta nur für dich rein. Oh. Ja, nur ja, für dich. Das war die geilste Entscheidung von mir. Nur für dich. Danke. Einmal hat er was gemacht in seinem Leben. Aber gegen Bayern. Ja, und so eine Scheiße. Was war das für ein Kack eigentlich? Oh, er hatte so gar keinen Bock. Er hat sich gedacht, ich bin bei PES. Ich hab keinen Bock. Ich renn am Ball vorbei. Ja, 10 Minuten noch. Unentschieden wäre doch so sexuell anziehend. Wie Jan es vorhin gesagt hat, er hat immer unentschieden gespielt. Jan ist wieder Experte. Ja, er ja. spielt unentschieden. Oh! Oh! Oh. Alter, was ist mit Mittelstädt los? Keine Ahnung. Mateta! Mateta! Teta. Wie schlecht ist der denn, Alter? Ja, der wurde stark abgegrätscht von Boateng oder so. Ich weiß gar nicht, ob eure langen Einwürfe überhaupt was bringen. Eure? Es sind nur seine. Yeah. Ja. Du hast die Taktik auch immer gehabt. Ich hatte nice. Wieder, ja. Adler mit der Glanzparade. Damals, wo ich mit Hertha auf dem 6. Platz gelandet bin. Ja, das habe ich auch noch. Aber nicht. In der 2. Saison hat es damit nicht mehr funktioniert.
Was war ein gutes Spiel? Ich weiß. 6 Tore schmeckt schon. Wäre ich gerne im Stadion. Tschüss. So, das war's von unseren Folgen. Schaut auf jeden Fall bei den anderen vorbei, falls ihr noch was verpasst habt. Und auf jeden Fall auch bei der nächsten Folge. Denn da gibt's ein Trainerduell, ja. Micha spielt gegen Jan. Da bin ich so gespannt drauf. Unbedingt vorbeischauen. Und dann würde ich sagen, einen schönen Tag, hau rein. Bis dahin und ciao, ciao. Ciao. Ciao.